auch wenn das Video hier bereits mit einem komplett quietschenden Mikrofonarm startet, meine lieben Freunde, soll es heute um etwas ganz anderes gehen. Denn wir schauen uns heute das verwöhnteste Mädchen der Welt an. Die langjährigen Zuschauer unter euch und Mitglieder der Lou Crew so ein Armband machen lassen. Ist aber egal, die wissen auf jeden Fall, dass ich vor mehreren Jahren bereits dieses Video hier hochgeladen habe. Da ging es auch um Saffron, die heißt wie ein Pokémon und ist halt einfach die verwöhnteste Teenagerin der Welt. Allerdings kam jetzt ein neues Video raus, 3 Jahre später, und ich schaue mal, ob sich irgendwas verändert hat bei ihr. Die 19-jährige Saffron wurde von ihren Vätern Tony und Barry Druid Barlow großgezogen. Mhm. Ebenso wie ihre Geschwister, die Zwillingsbrüder Aspen und ihr 17-jähriger Bruder Orlando, sowie die 11-jährigen Zwillinge. Jasper sieht einfach aus wie, Draco Malfoy von Harry Potter. Dabei sind alle Kinder durch Leihmutterschaften entstanden, die ihre Väter ziemlich teuer bezahlt haben. Denn allein die Geburt der Zwillinge Saffron und Aspen hat die millionenschweren Geschäftsmänner 100.000. Was? Außerdem war das Paar damals noch eines der ersten gleichgeschlechtlichen Eltern, die diesen Schritt in den USA gehen durften. Okay. Umso glücklicher leben die Väter mit ihren absoluten Wunschkindern nun in ihrem 2-Millionen-Dollar-Anwesen. 2 Millionen, warte mal. In Florida. Florida. 2 Millionen hört sich jetzt gar nicht mal so viel an für ein Anwesen in aktuellen Zeiten. Klar, es ist eine Menge. Logisch, klar. Aber dafür, dass sie die verwöhnteste Teenagerin der Welt sein soll, hätte ich jetzt eher an so ein 10-20-Millionen-Dollar-Haus gedacht. So gibt es eine große Indoor-Pool-Area, wo sie jederzeit Partys feiern können, verschiedene Geil. Spielzimmer oder einen Teich, in dem die Familie echte Alligatoren hält. Was? Die haben echte Alligatoren in ihrem Garten? Ja. Und damit beginnen wir direkt im Alltag von Saffron. Mhm. Denn schon in den Morgenstunden wird schnell klar, wie verwöhnt die Millionärstochter wirklich ist. Guck mal, warte mal ganz kurz, ich spule mal eben zurück. Das ist das Frühstück von denen angeblich, ne? Cola, Bier, Cola, Bier, ich Cola, Bier gleich. Bereits zum Frühstück hat die Familie nämlich Personal, das für sie kocht und Ordnung hält. Um den Haushalt musste sich Saffron selber noch nie in ihrem ganzen Leben. Oh, das finde ich so geil. Ich hätte so gern immer so ein Essen, das einfach ein Buffet ist. Dann würde ich so viel fressen, wäre ja nicht so ein Lappen. Nach dem Essen widmet sich Saffron um die 4 Stunden täglich dann ihrem Beauty-Programm. Was? Make-up, Maniküre, Hairstyling und Co. Hierfür blättert die 4 Stunden pro Tag. Und sie sieht so aus. Das ist doch einfach nur alles aufgespritzt und gemacht da bei ihr. Ein großer Kostenpunkt dürfte dabei außerdem ihr eigener Hairstylist sein, der mehrmals in der Woche zu ihr kommt. Okay. So musste sie sich schon seit Jahren nicht einmal mehr ihre Haare selber waschen. Mhm. Zusätzlich hat sich die 19-Jährige schon mehreren Schönheits-OPs unterzogen. Und überlegt euch das mal, die ist 19. Ich will Schönheits-OPs wirklich überhaupt nicht schlecht reden. Ne? Also meine Sache ist es nicht. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute, wenn sie älter werden, sich denken, oh, hier eine Falte, das stört mich. Oder hier meine Haare, das stört mich. So alles schön und gut. Aber mit 19, da hast du eigentlich keine Probleme. Die ihren Vater mehrere 100.000 Dollar kosteten. Mehrere 100.000 Dollar haben die für Schönheits-OPs ausgegeben im Alter von 19 Jahren. Ey, wo sollen das hinführen? Neben den extremen Ausgaben für ihr Äußeres gibt es aber noch weitere Aspekte in ihrem Leben, für die sie wahnsinnig viel Geld ausgibt. Okay. Wie zum Beispiel für Autos. Sie ist 19. Ich kann wahrscheinlich nicht mal sagen, wie viel Hubraum die G-Klasse hier hat. Doch vor allem hier verzweifelt Vater Barry regelrecht an seiner Tochter, über die er auch sagt, dass sie das teuerste in seinem Leben ist. Okay. Denn als er der Teenagerin beispielsweise einen nagelneuen Mercedes GLE schenkte und ihr damit eigentlich eine Freude machen wollte, war Saffron davon überhaupt nicht begeistert. Ich dachte gerade, die meinten, die G-Klasse sei ein GLE gewesen. Wahrscheinlich war Saffron nicht begeistert, weil sie eine G-Klasse wollte und dann haben die den GLE zurückgegeben und haben ihr eine G-Klasse besorgt. Dass sie dass das Modell eher eine Oma fahren würde. Doch Saffron musste nicht lange traurig sein, denn Barry überraschte sie kurz darauf mit einem weiteren neuen Auto. Und zwar mit einer 300.000 Dollar teuren G-Klasse. Achso, ja, okay, Dollar. Weil G63 kostet, glaube ich, 200.000 oder irgendwie so, aber immer noch viel zu viel für eine 19-Jährige. Ich bin mit 19 Mini Cooper S Cabrio gefahren, 12.000 Euro. Und da dachte ich mir auch schon so, boah, das Auto ist schon teuer. Also ich habe mir den selbst gekauft und ich habe den auch nicht geschenkt bekommen oder so, aber ich dachte mir auch schon, ey, oder soll ich mir lieber was
günstigeres kaufen, aber ich wollte was Vernünftiges haben und ich fand Mini cool und das ist einfach, das ist nicht schön, Alter. Laut Saffrons eigener Aussage ist nur das Beste gut genug für sie. Digga. Wenn man aus schlechten Verhältnissen kommt und weiß, was Geld bedeutet und weiß, wie viel man dafür gearbeitet hat und bla bla bla, dann kann man solche Aussagen, finde ich, mal tätigen, dass man sagt, ey, nur das Beste kaufen. Ich bin auch eher der Ansicht, was Gutes zu kaufen, als doppelt zu kaufen. Gerade jetzt auch bei so Technik habe ich halt selber meine Erfahrung gemacht und es ist mein eigenes Geld, was ich schon immer verdient habe und alle meine Sachen, die ich habe, habe ich mir selbst gekauft. Aber das ist einfach bodenlos. Dadurch hat die Millionärstochter mittlerweile über 250 Paar Schuhe in einem Gesamtwert von über einer 500.000 Dollar. Ey, warte mal ganz kurz. Ihre Sammlung an Schuhen kostet ein Viertel des Hauses. Das sieht alles total Standard aus hier. Diese ganzen Schubladen und der Schrank und das sieht alles, das sieht aus wie ein ganz normales Kinderzimmer. Warum? Nehmen die nicht ein bisschen weniger Geld von den Kindern weg und ziehen in ein besseres Haus oder so? Und Klamotten im Wert von über 1,5 Millionen. Da klicke ich einmal kurz wieder auf Play, ne? Und dann erfährt man, dass ihre Klamotten 1,5 Millionen Dollar kosten und die Schuhe draufgerechnet 2 Millionen dann insgesamt ergeben, was genau der gleiche Preis ist wie das Haus. Digga, also das ist doch einfach nur hohl, auch von den Eltern. Außerdem bekommt sie ein Taschengeld in Höhe von 5.000 Dollar im Monat. Okay, das hat sich nicht verändert. Das Video, was ich damals gemacht habe, hieß, dieses Mädchen bekommt 5.000 Euro Taschengeld. Das hat sich dann tatsächlich nicht verändert in den letzten 3 Jahren. Ausgenommen davon sind allerdings notwendige Ausgaben. Dafür hat sie zusätzlich nämlich die American Express-Karte ihres Vaters. Mhm. Aber apropos Urlaube, diese fallen bei der Teenagerin auch ähnlich exzessiv aus wie ihre Shoppingtouren. Digga. Die wünscht sich halt, so eine Kylie Jenner zu sein, ne? Auch wenn Kylie Jenner auch eine Menge bekommen hat. Klar, sonst hätte sie ja gar nicht dieses Sprungbrett gehabt, das alles überhaupt zu schaffen. So durch Kim und bla bla, durch die Eltern generell, durch den ganzen Reichtum, das ganze Vermögen. Ist es bei ihr trotzdem so, dass Kylie sich ein eigenes Unternehmen aufgebaut hat, etc. pp. Und das hat sie ja nicht mal ansatzweise geschafft. Denn bei ihren monatlichen Trips nach Las Vegas gibt sie schon gut und gerne mehrere hunderttausende Dollar aus. Das ist... Asozial ist kein Begriff mehr für diese Frau. So bucht sie sich dafür nur in den besten Hotels ein, wobei eine Suite für sie und ihre Freunde schnell mal 25.000 Dollar die Nacht kosten kann. Digga. Oder aber sie mietet eine komplette Hotelpoolanlage, wobei sie auch hier auf einen Schlag fast 100.000 Dollar ausgibt. Digga. Das heißt, wenn sie eine Nacht nach Las Vegas fliegt, bucht die sich ein Hotelzimmer für 25.000 und noch die komplette Hotelpoolanlage für sich für 100.000, also 125.000 Dollar. Ich wünsche dir, dass du richtig krass mal ausgeraubt wirst und mal ein bisschen auf den Boden zurückkommst. Ich wünsche niemandem was Schlechtes, aber dieser Lebensstil ist unfassbar. Ebenfalls legt Saffron auch auf gutes Essen sehr viel Wert, denn am liebsten isst die Teenagerin Spezialitäten wie Sushi oder Hummer. Und noch lieber lässt sie sich dabei von TV-Starköchen wie Gordon Ramsay bekochen. So kommen schnell mal 5.000 bis 10.000 Dollar für eine Mahlzeit zusammen. 5.000 bis 10.000 Dollar pro Mahlzeit? Bruder, ich hatte gerade 5 Minuten drin. Wenn sie etwas will oder es ihr gefällt, kauft sie es einfach. Digga, da sind ja auch alle Weichzeichner drauf, die es gibt, ne? Die Nägel jetzt mal komplett außen vor, aber was ist denn das hier bitte, Digga? Mittlerweile hat sie übrigens über die Jahre auch Schmuckstücke in einem Gesamtwert von über 1 Million. Ich habe 2 Uhren. Die sind beide nicht bei mir. Ich trage die nicht, die sind im Bankschließfach. Ich habe wirklich, wenn hier jemand einbricht, ich habe absolut nichts, was man klauen kann. Klar, nimm meine Kamera mit, so nach dem Motto, okay, alles in Ordnung. Das sind Wertanlagen in die Sachen, in die ich investiert habe. Ich habe mir noch nie irgendwie was wirklich Teureres als keine Ahnung wie viel gekauft. Aber das ist, ich verstehe es nicht, warum man das braucht. Viele sagen dann, ja, es ist eine Wertanlage, bla bla. Nee, sie trägt es, sie zerkratzt es, das ist dann keine Wertanlage mehr, das sinkt dann. Einen ganz anderen Wunsch jedoch konnte sich die volljährige Millionärstochter bisher noch nicht erfüllen. Okay. Und zwar ein eigenes Kind. Ja, es... Boah, ich glaube, das will auch niemand... Also, no front, Saffron, aber es, ich glaube, das will niemand mit dir machen, glaube ich.
tendenziell eher so Leute, die wirklich nur aufs Geld aus sind und keine Ahnung was. Weil ich glaube, so vom Charakter her, wenn sie sowas alles schon verkörpert und das Geld so rausschmeißt, möchte man mit so einer Person eigentlich nicht zusammen sein, glaube ich. Ich will dir da nicht zu nahe treten, aber wisst ihr, wie ich meine? Dafür ist sie jedoch gerade schon auf der Suche nach einer geeigneten Leihmutter. Oh Gott. Denn sie selbst will keinesfalls eine Schwangerschaft durchleben. Da sie zum einen auf nichts wegen einer Schwangerschaft verzichten möchte und zum anderen, laut ihrer eigenen Aussage, ihren Körper nicht ruinieren will. Das ist doch echt. Ich finde, ein Kind bedeutet dir gerade noch mal deutlich mehr, wenn du weißt, also ich bin ein Typ, ich werde das eh biologisch nicht können, aber als Frau würde ich mir denken, ein Kind bedeutet mir doch viel mehr, wenn ich weiß, diese Person, die hier gerade vor mir steht, wenn sie dann irgendwann erwachsen ist, war mal in mir drin. Und ich habe dafür diese 9 Monate lang gelitten und auf Sachen verzichtet und in den Wehen gelegen und im Krankenhaus. Und in der, also das ist ja wirklich, wenn ich wüsste, meine Mutter hatte eine Leihmutter, ich würde mir denken, warum hast du, also warum? Stell dich nicht so an, Alter. Das ist, ey, wirklich, ich will hier nicht mehr drauf reagieren. So, ihr hört schon Outro-Musik, meine lieben Freunde. Von daher beenden wir an der Stelle auch das heutige Video. Lasst gerne einen Daumen hoch unter dem Video hier da, abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke. Wenn es euch unterhalten hat, wenn ihr was lernen konntet, ich glaube es eher weniger. Aber es ist echt crazy, sowas mal zu sehen. Ich kann wieder nur sagen, verliert niemals den Bezug zu Geld. Und nehmt euch kein Beispiel an irgendwelchen Ron Bileckis oder irgendwelchen Safrons auf dieser Welt, die alles einfach rausschmeißen und sich als... Egal, wir hören uns morgen wieder. Tschüssi!